Hallo. Hallo. Hi. Hi. Hallo. Boah, krass. Krass. Es ist krass. Krass. Echt krass. Voll krass. Boah, das ist echt krass. Aber ich finde es schön, dass du krass sagst. Ja? Ah, danke schön. Ich feiere dich so krass. Oh nein. Doch, ich feiere dich. Ja, du feierst jeden wirklich? Und ganz krass. Ja, aber der ist krass. Gibt es denn ein anderes Wort für feiern und krass, Mensch? Du darfst das nicht sagen. Nee, ich finde das. Ja, du hast es aber gerade gesagt. Dass sie es sagt, finde ich ja, schön. Ja, nein, du hast gesagt. Ja, aber ich finde, dass sie es sagt. Wie heißt du? Ich bin Donika und ich bin 17 Jahre alt und komme aus München. Was machst du so in deiner Privatzeit so? Ach, was, nicht viel, also ich bin ganz normal. Also ich gehe ganz normal raus und mit Freunden. Ja, hast du keinen Job oder gehst du noch zur Schule? Doch, Job habe ich. Ich habe einen Job und da, ich arbeite im Verkauf. Arbeite ich. Als Verkäuferin? Ja, genau, als Verkäuferin. Macht dir das Spaß oder nicht so, ne? Ja, es ist schon schön. Also es ist kein anstrengender Job, also kann man machen auf jeden Fall. Auf Anstrengung stehst du nicht so, ja? Doch, kann auch sein. Also kann auch sein. Also kann ich auch machen, aber... Und dein Vorbild ist so... Wer ist das? Ariana Grande. Ariana Grande? Bei dir. Bei mir? Weiß nicht. Nein, auch nicht. Also ich finde sie ja von der Person echt gut, aber ist auch nicht meins. Was ist denn deins? Was ist? Ich mag so mehr. Also. Was magst ich du? Ich mag Tupac. Ich mag Son Goku. Ja, der ist ja Tupac. Son Goku. Son Goku. Kamehame. Oh, ja. Wow. Ja, auf Son Goku stehe ich total. Auf Ani, also Son Goku besonders. Also. Okay. Was singst du für uns? Also ich habe vorbereitet, boah, das ist echt krass, auf jeden Fall, ich habe vorbereitet Let Me Blow Your Mind von EVE und Billie Eilish, Lovely. Fang an, mach. Oh Gott, ich hoffe, jetzt verkacke ich nicht. Ja, das hoffe ich auch für dich. Ja, mach's für Son Goku und dann ist mach's gut. Mach's für Son Goku, für den Planeten Vegeta. So, jetzt geht's los. Konzentration. Shake your asses, face screwed up like you're having hot flashes. Easy come, easy go, Evie gon' be lasting. Jealousy, let it go, results could be tragic. Some of y'all writing well, too concerned with fashion. None of your anchors that could walk in the magic. A lot of your Hollywood drama, pass it. Cut bitch camera or real shit, blast it. If I had to give you more, it's only been a year. No, I got my fruit through the door, and I ain't go no here. It took a while to get me here, and I'm gonna take my time. Don't fight that good shit in your ear, now let me blow your mind. Okay, mach mal die zweite Nummer, bitte. Zweite? Mhm. Okay, darf ich mich ein bisschen schnell aufregen? Also ich zitter also die ganze Zeit an meinem Bein. Sitzt Dein Jeans ist ja so groß, da sieht man ja. Nicht, wenn das Bein drin zittert. Oh, das ist so cool, dich live zu sehen. Ey, das war aber gar nicht mal so schlecht, ne? Mhm. Wirklich. Dankeschön. Ich verstehe jetzt alle Leute, die hier waren. Also ich habe mir gedacht, so, ach, das rocken die schon, aber ja. Katastrophe ist es ja. Ich glaube, dass du dich eigentlich nicht richtig konzentrieren kannst. Und dass du im Faul, du bist ein faules Mädchen. Und dass du richtig Gas gibst. Und kämpfst, das glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Nee, das glaube ich. Also ich glaube, ich kann das schon. Also wenn man dir, glaube ich, einen Titel gibt abends und am nächsten Morgen soll der Titel fertig sein, dann fängst du erst mal an, in deinem Koffer zu gucken, dann machst du dir die Nägel, wäschst dir die Haare, machst das Make-up und wer weiß was, und denkst du, oh scheiße, es ist ja 4 Uhr nachts, jetzt lehne ich aber schlafen. Und dann wachst du auf, oh scheiße, da war doch irgendwas. Mm-hmm. Ja, das ist ja natürlich ganz krass übertrieben jetzt. Das ist überhaupt nicht so, aber egal. Das war jetzt schon, also ich glaube, es gibt bestimmt fleißiger als ich. Also ich glaube, also ehrlich jetzt. Wenigstens bist du ehrlich. Sehr, sehr also, diplomatisch ausgedrückt. Also Aussehen ist für mich jetzt nicht alles. Also ich könnte auch Jogginghose einfach locker, ungeschminkt. Also ja, du bist ich bin beides recht. Okay. Das ist doch cool. Lass uns mal die zweite Nummer hören. Oh. Was, noch eine zweite Nummer? Du hast schon eine Minute gesungen, jetzt noch eine. Das ist hart. Ja, das ist so. Okay, ich muss mich konzentrieren, ich muss ernst werden. Genau, eine Minute noch. Komm jetzt, mein Gott.
Eben besonders, finde ich. Dankeschön. Du bist gechillt, vielen, vielen Dank. Aber da kommt auch was raus. Also ist nicht so, dass du gechillt hier hinkommst und nichts kannst, sondern du kannst gut rappen, finde ich, kannst gut singen und bist ein gutes Gesamtpaket, ja, und passt Dankeschön. Hier gut rein. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Das ist echt viel. Dankeschön. Ja, ich finde, dass du für eine Überraschung gut bist. Also wenn du es schaffst, das Ganze auf den Punkt zu bringen, du dich wirklich anstrengst und konzentrierst, damit rechnet einfach keiner. Ja. Und wenn du das schaffst mit deiner verpeilten Art, weil es hat was, es macht doch wieder sympathisch, diese Art, aber das darfst du nicht in deine Arbeit reinstecken, ja? Also so die Kombi, das kann man machen, ja? Also dass man eben rappt und aber auch ganz gut singen kann noch, das geht. Also ich finde, das kommt sehr, sehr modern, sehr hier und heute rüber. Dankeschön. Bist ja auch nicht hässlich. Oh, danke. War ganz gut, auf dem Groove. Nicht perfekt oder so, aber es war alles gut. Hat mich echt überzeugt. Vielleicht gibst du ja richtig Vollgas. Zava? Ja, ich fand's auch gut. Ich finde, dass du ein bisschen besser hättest rappen können, aber ansonsten. Ja, finde ich auch. Bringst alles mit und denk, du kriegst jetzt auch 4 Jahre von uns. Echt? Ja, viermal ja. Dankeschön! Oh, Dankeschön! Toll. Ciao. Okay, hat mich echt gefreut. Dankeschön. Super! Dankeschön. Wie gesagt, Donika heißt übersetzt Siegerin und dass das passt, hat sie allen bewiesen. 4-mal Ja, damit willkommen im Recall.